So, na dann, willkommen zurück zu Burgmann Feuergrün mit dem Zwergenfürst. Dann reden wir mal mit denen hier. Hey, du, Rocket Rüpel, du hast hier nichts zu suchen. Geh zurück zu deiner HQ. Aber wir haben doch keines mehr. Die Urmel haben eine Revolution gestartet. Das ist nicht unser Problem. Und jetzt hau ab. Oh. Och, kommt schon, Leute. Wir sind doch Freunde. Wir haben sogar fast dieselbe Uniform. Ja, weil ihr sie geklaut habt. Ihr verdammten Modediebe. Och, kommt schon, Leute. Wir sind doch Freunde. Wir haben sogar fast dieselbe Uniform. Ja, weil ihr sie geklaut habt. Ihr verdammte Modediebe. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Okay, und die versperren jetzt den Weg, dass wir da übers Wasser können. Okay, dann müssen wir wohl am Land unser Abenteuer fortsetzen. Team Chocolate und Team Rocket blockieren den Weg. Und wo geht's denn hier lang? Ein großes Tunnelsystem. Dann waren wir hier schon mal drin. Ich habe extra die Zivilisation verlassen, um Ruhe zu finden. Doch dann kamen diese Chocolate-Typen. Ihre nächtlichen Techno-Partys hört man bis hierher. So viel zum Thema Ruhe. Ich habe nun diese Gegend verlassen, um ein neues, ruhigeres Weg zu finden. Sucht mich nicht, gezeichnete Einsiedler. Verscheucht von Team Techno-Chocolates. Boah, vielleicht darf ich mitfeiern. Auch ich bin so gespannt und voller Vorfreude. Uns, Techno-Chocolates, feed my girl. Bam. Ja. Hallöchen. Oh, hallo, ich bin der Einsiedler. Sag mal, was hältst du von Team Chocolate? Der ist ja weit gereist. Naja, sie haben einige Dinge gestohlen, die ich jetzt zurückholen muss. Du nimmst es also mit ihnen auf? Hey, das gefällt mir, denn ich mag sie auch nicht. Hier, ich helfe dir, ruh dich etwas aus. Aha, eine Aufladehöhle. Kennst du eigentlich den Weg zum HQ? Gleich südlich von hier ist ein Eingang zu den Höhlen der Insel. Versuche in der Höhle nicht auf die höhere Ebene zu steigen. Such den zweiten Ausgang. Du kannst natürlich auch woanders in die Höhle gehen. Wichtig ist nur, dass du den östlichen Ausgang der unteren Ebene suchst. Ah ja. Wir werden uns schon verlaufen. Hier haben wir eine Höhle. Ein Schutzitem wäre mal nicht schlecht. Hier ist ein Ausgang. Aha, ein Höhlenlabyrinth, also. Wir werden uns hier tierisch verirren. Nein. Wird mal ins Inventar. Ja, wir haben einen Schutz. Sehr schön. Schnell vorbei hier. Trainerkampf überwinden. Ah, ist das hier der andere Ausgang, oder? Ja. Was für ein Reinfall. Und jetzt sind wir wieder hier. Na, sehr toll. Und oben kommen wir nicht lang. Okay. Wie wär's, wenn wir den hier nehmen?
Hier ist ein Item. Kleber. Sehr schön. Und das mit dem östlichen Ausgang, hat er gesagt, dass wir den nehmen sollen. Osten ist normalerweise rechts. Kommt drauf an, von wo man das aussieht. Schutz wirkt nicht mehr. Na, sehr toll. Spatz. Sonnenbonbon. Nice. Dann fordert er viel nochmal ein Pokémon. Bis auf Level 100 leveln. Und dann das platt machen ist dem. Oder wird er eins auf. Leber sind auch immer gut. Okay, wo geht's hier lang? Trainingkampf abbrechen, Items aufsammeln. Noch ein Sonderbonbon. Hurra. Mal gucken. Sonderbomben 9 haben wir davon schon. Naja, da können wir noch ein bisschen was. Können wir noch welche sammeln. Jetzt haben wir 10. Die Sammlung kann auch größer werden. Superschutz. Das finde ich nicht schlecht. 2 Superschutz haben wir. Das passt mir sehr gut rein, wenn wir hier in der Höhle sind. Da ist ein Ausgang. Da auch. Und wie kommen wir hier hin? Wie gesagt, versuch nicht auf die zweite Ebene zu kommen. Was soll es? Ich habe nicht aufgepasst, was der Einsiedler gesagt hat. Schuss wirkt nicht mehr. Dann sollten wir mal den zweiten ersetzen. Super, danke. Nützliche Items finden wir hier. Immerhin, das ist es wert. Hier waren wir auch schon mal. Es bringt doch alles nichts. Du bist mal eine Etage weit runter. Ja, verstehe. Und hier einen Ausgang finden. Ah, wie wär's mit dem hier? Schutz wirkt nicht mehr. Das sieht aber gut aus hier. Nicht das AQ, HQ von Team Chocolate. Das HQ ist in Facial City. Ah ja. Und stört's ja auch nicht, wenn wir da reingehen. Chocolate HQ. Was jetzt doch? Ne, Lügner. So, nun. Auf in Chocolate HQ. Mal sehen, was die hier so für Spiele haben. Tetris, Zelda, Pokémon Blau. Nein, danke. Von den Spielen habe ich erstmal genug. Verstehe ich. Wir dulden hier keine Schlock-Trainer. Und was ist, wenn ich ein anderes Stadion gehabt hätte?
Schockets Handlanger steht Radfratz in den Kampf. Ja. Die sind immer so schwierig, die Team Schockets mit denen. So schwierig. Da meine ich gar nicht schwierig. Radfratz und so. Das mache ich mit links. Nein, wir kämpfen weiter. Ist ja irgendwie jetzt nicht wirklich ernst zu nehmen, das Hindernis. Level 21. Radfratz. Guck mal, wer anders kämpfen. Schneeblicker, Glumanda. Ne, Glumanda können wir mal einsetzen. Das hält nicht lange aus, das war klar. Den Versuch was wert. Das Fliegermütze Mauzi, was jetzt irgendwie nicht mehr drauf hat. Die Fliegermütze. Ach komm. Erstauner, keine Wirkung, bis. Unser Team ist echt für nichts zu gebrauchen, bis auf Schillock. Ist da nichts, was wir irgendwie effektiv einsetzen können. Wir sind alle wahnsinnig schlecht. Dann würde ich sagen, trainieren wir weiter Schillock und die anderen. Ja gut, wir sind ein Deko im Team und wir leveln irgendwann mal mit den Sonderbonbons. Oha, ich müsste mal ein Item einsetzen, sonst endet das hier gleich willkürlich. So, Aquaknarre. Nur Radfratz im Team, oder? Wie wohl? Wieso ich denn das Team jetzt? Wie soll ich denn jetzt wechseln? Wie soll das denn klappen? Oha. Daneben ist sehr gut. Surfrats gerockt. Sehr schön. Kommen jetzt nicht auf die Idee, hier rumzuschnüffeln. Die PCs sind nicht passwortgesichert. Es wäre arg unfair von dir, da jetzt unsere Pläne nachzulesen. Tja, also. Mal sehen, was die hier für Spieler haben. Tetris, Zelda und Pokémon Blau. Nein, danke. Oha, hier ist noch eine Datei offen. Jetzt wird mir einiges klar. Team Chocolate hat die Pokéball-Fabrik unter Kontrolle. Kein Wunder, dass man keine Pokéball kaufen kann. Tja. Top Genesung. Hypertank. Gut, na dann. Nachdem wir die Pläne gelesen haben, ist nächstes Computer. Mal sehen, was die hier für Spiele haben. Tetris, Zelda, Pokémon Blau, nein, danke. Von den Spielen habe ich erstmal genug. Okay, keine weiteren geheime Hinweise. Auf der Karte vielleicht? Nö.
von Lu. Diese Tür komme ich so schnell nicht durch. Ich hätte so gerne einen Kirilla. Das ist viel besser als so ein blödes Mauzi. Tabuka. Das ist doch gar keine Mauzis. Sofa ist sehr gut, sollte man öfters einsetzen. Wen soll ich denn einwechseln? Schön geschickt zurück. Na toll. Das ist hier schon ein bisschen anspruchsvoller. Eben gerade noch. Oha. Das sind so leicht, die Gegner hier. Und jetzt sind wir hier schon langsam. So leicht sind sie dann doch nicht. Verführung selbst verletzt, na toll. Oh oh. Mach keinen Blödsinn. Bohren zwischen Übertanks. Na komm! Schluck schräg zurück, was soll denn die Scheiße hier? Konfustrahl ist verwirrt. Was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Verarsch mich doch nicht. Ach du Scheiße. Hier wieder. Wie war das mit den... Müssen wir nochmal durch den Tunnel durch. Ach du Kacke, die Wand an. Ach du Kacke. Die Scheiße hier nochmal. Ich hasse es. Wir sollten vielleicht mal vorher speichern. Vor dem Kampf. Das war der Eingang. Können wir es einfach zurücksetzen und mal speichern. Müssen wir jetzt den Weg nicht nochmal gehen. Denkt, ich hab den mir gemerkt. So eine Scheiße. Ob das war hier unten lang. Da ist der Ausgang. Hurra. Er ist noch so drecksvieh im hohen Gras. Als ob. Ich werde mal hier mal zwischenspeichern. Wenn wir verlieren, können wir einfach nochmal das Spiel zurücksetzen und neu. Hättest du gerne einen Kirilla? Das ist viel besser als so ein Mauzi. Was für Mauzis? Von redest du? Daneben! Verarsch mich doch nicht. Daneben! Verarsch mich doch nicht. Alter Schwede. Was ist das für ein Trank hier? Ich habe gleich keine Trinke mehr. Level 22. So ein dreckiges Golbert werden wir doch wohl besiegen können. Na bitte. Das Top-Genesung jetzt nicht nicht einsetzen. Das halte ich für ein bisschen blöd.
hat endlich Distrix Golbat besiegt. Level 22. Als ob. Ja. Das arme Mauzi. Jetzt lieber ein Kirina. Mauzi ist blöd. Oh. Das arme Mauzi wird nicht wertgeschätzt. Finze. Daneben, was soll denn der Scheiß hier? Mir gehen Tränke aus. Was ist das hier für ein Kampf, für ein Bosskampf hier mit einem normalen Rüpel? Ist ja wohl kacke. Nein! Das kriegen wir doch nie hin. Ich hoffe, wir haben noch Beleber. Beleber haben wir. Das ist ja wohl klar. Die beiden hier als Lückenfüller benutzen. Jetzt wieder komplett geheilt. Rein mit dir. Und Surfer. Sehr nice. So ein Kirilla sieht auch viel besser aus als ein Mauzi. Und nun? Jetzt haben die beiden besiegt. Durch diese Tür kommen wir nicht durch. Tja. Einen Weg hier weiterzukommen. Hier ist der Raum mit dem Computer. Bei Sackgassen. Damit kommen wir jetzt hier weiter. Tja, wir haben die beiden Rüpel hier besiegt. Und wo? Stein geht unter. Also. Kann ich das noch mal sehen? Stein geht unter. Ja. Also jetzt wieder zurück den ganzen Weg. Oder was? Da gibt es ja nicht mehr viel zu sehen. Können wir jetzt weiter mal was den Rocktruppen erzählen. Okay, den Schutz haben wir nicht. Das finde ich herrlich. Hier war noch irgendwo der Ausgang auf der Höhe. Der hier. So, kommen wir jetzt vielleicht weiter? Ja, kommen wir. Sehr schön. Eine gute 4. Jetzt zu Banz der Meere.
nachdem wir die zwei Hügel besiegt haben, können wir jetzt weiter. Route 5. Ach du Scheiße.